Hallo meine Freunde der Märchenwelt. Heute lese ich euch ein jüdisches Märchen vor, das seinen Ursprung in Afghanistan hat. Aufgeschrieben hat es für uns Pinkas Sadeh und das Märchen heißt Der Diamant Adams. Als Adam noch im Garten Eden wohnte, fühlte er sich dort wie zu Hause. Doch als er sündigte und die Gebote des Herrn missachtete und er aus dem Garten Eden vertrieben werden sollte, widerstrebte es dem Herrn, ihn so einfach hinauszuwerfen. Eines Tages begegnete der Herr zufällig Adam, erkundigte sich nach seinem Befinden und lud ihn in ein Gasthaus ein, wo man ihm allerlei Speisen und scharfe Getränke der besten Sorte vorsetzte. Und als Adam dann guter Laune war, sagte Gott zu ihm: Nun, Adam, möchtest du nicht ein wenig in der Welt herumziehen und dir anschauen, was sich dort tut? Adam wünschte es sich nicht, aber Gott sagte: Du kannst dir mitnehmen, was du willst, alles, was dir gefällt, wenn du nur gehst. Er führte ihn herum und zeigte ihm alle Schätze und Kostbarkeiten des Garten Eden und erlaubte ihm, sich auszusuchen, was sein Herz begehrte. Adam sah sich um und betrachtete alles, was es dort zu sehen gab: Gärten und Weinberge, Tiere und Vieh, schöne Kleider und Schätze von Gold, Kupfer und Perlen, aber von all dem nahm er sich nichts. Schließlich kamen sie zu einem Schatz von Diamanten, jeder von der Größe einer Wassermelone. Da sagte sich Adam: Ein einziger dieser Diamanten genügt mir für mein ganzes Leben. Er erklärte sich einverstanden, in die weite Welt hinauszuziehen, nahm sich einen der Diamanten und ging damit zum Tor des Garten Eden, gefolgt von einem Engel. Als er zum Tor hinausging und sich noch einmal umblickte, sah er das flammende Schwert und bedauerte, fortgegangen zu sein, aber nun war es zu spät. Er ging weiter, bis er an einen Bach kam, wo er stehen blieb und sich überlegte, wie er wohl am besten hinüberkommen konnte. Da gab ihm der Engel, der hinter ihm herging, einen Stoß und sagte: Was stehst du da und denkst? Geh doch hinüber! Und als er ihm nochmals einen Stoß versetzte, fiel Adam der Diamant aus der Hand und versank im Wasser. Erschrocken rief Adam dem Engel zu: Was hast du getan? Und der Engel erwiderte: Was ist schon dabei? Steig ins Wasser und hol dir deinen Diamanten wieder raus. Adam stieg in den Bach und sah dort Tausende und Abertausende von Diamanten, so dass er seinen eigenen nicht mehr erkennen konnte. Da sagte der Engel: Was suchst du so lang herum? Warum holst du dir deinen Diamanten nicht raus? Darauf erwiderte Adam: Ich kann meinen nicht erkennen. Da sagte der Engel: Glaubst du etwa, du wärst der Erste, den man aus dem Garten Eden vertrieb und der sich einen Diamanten mitnahm? Tausende und Abertausende waren schon vor dir.